So, meine Damen und Herren, guten Tag. So, Tag ihr Kracher, das dritte Video heute am Silvestertag 21, mittlerweile Nachmittag, noch gut 9 Stunden bis das neue Jahr beginnt. Ja, urplötzlich stehen wir jetzt in Biblis. Das war nicht ganz freiwillig, ist natürlich trotzdem schön hier, Hauptabfuhrstrecke und so, hinter uns ist ein bisschen Wasser, das ist alles ganz nett anzuschauen. Ich war ja auf der Suche nach etwas zu essen, nachdem wir in Armsheim fertig waren. Und habe dann auch relativ schnell eine goldene Möwe gefunden. Allerdings gilt zu diesem Zeitpunkt ja noch 2G+ in Rheinland-Pfalz. Das ist auch alles soweit okay, da habe ich auch alles Verständnis für. Das Plus habe ich heute halt nicht. Geboostert bin ich auch noch nicht, stand jetzt heute. Kommt dann ja im Januar und ja... Ich dachte mir, komm, drin bestellen und eben aufs Klo gehen wird drin sein. Nö, ist nicht. Also Autoschalter und mit voller Blase weiter. Also musste ich dann eine Autobahnraststätte anfahren. Gott sei Dank war daneben direkt ein Autobahnanschluss bis zur Raststätte Wonnegau an der A61 dann. Waren es aber noch 25 Minuten hin. Okay, ist erledigt. Da kommt Zug. Fehlte auch ein Mittelwagen. Ja. Dann dachte ich mir, komm, wenn du jetzt schon einmal hier unten bei Worms bist, dann guck mal. Und dann dachte ich, ach guck mal, nach Hessen ist es ja auch nicht weit. Hier hätte ich das Theater übrigens nicht gehabt. Das ist ja der Irrsinn. Entweder machen wir das mal alles einheitlich oder nicht.
Weil mit so einem 2G Plus macht Rheinland-Pfalz seinen Gastronomen und Hoteliers, die nah an Landesgrenzen sind, keine Freude. Man fährt dann halt rüber ins andere Bundesland. Aber okay, das ist ein anderes Thema. Also bin ich mal eben rüber nach Hessen und sind jetzt in Biblis. Das ist die Hauptabfuhrstrecke Frankfurt-Mannheim, die sogenannte Riedbahn. Die hatte ich so oder so schon länger mal im Blick und nutzen es bei der Gelegenheit, nehmen wir das mit. Ich hätte eher gedacht, dass ich mich am Ende mehr Richtung Nahetal orientiere, aber okay. Dann halt ein anderes Mal. Biblis, Bahnhofsbereich, örtlich besetzt mit Fahrensleiter. Biblis war mal Standort eines Atomkraftwerks, ist aber schon länger stillgelegt. Daher kennt man es vielleicht. Strecke Frankfurt-Mannheim, allerhand Fernverkehr, mehrfach die Stunde ICE-Züge von Rhein-Ruhr über Frankfurt Flughafen hier lang, Mannheim, Karlsruhe nach Basel, von Hamburg über Hannover, Frankfurt, Mannheim nach Karlsruhe, Basel, Chur, über Mannheim nach Stuttgart und verschiedenste denkbare Relationen oder auch Berlin, von Berlin her nach Basel. Das fährt alles hier lang. Vorwiegend die ICE-Baureihen 412 in 12- und 13-teiliger Version, ICE4 oder ICE3 in überwiegend Doppeltraktion, Baureihe 403, 406. Nahverkehr S9, S-Bahn Rhein-Neckar mit Baureihe 463, Mireo, von Groß-Rohrheim über Biblis nach Mannheim, teilweise weiter bis Graben-Neudorf. RE70, gerade schon gesehen, Mannheim, Frankfurt, Biblis, Frankfurt, Groß-Gerau, Dornberg, Biblis nach Mannheim mit Twindex, Baureihe 446, normalerweise mit 4 Wegen, der hatte jetzt nur 3. Güterverkehr und Sonstiges. Also auch an einem Silvestertag sollte hier was geboten sein. Tag. Bitte? Ich habe nicht einen Stoffmarker. So, auf der Kamera. Ja, Güterverkehr und Sonstiges sagte ich. In der Woche kommt noch eine RB62 mit Lindtriebwagen dazu, die in Biblis Richtungswechsel macht und dann nach Worms rüber geht. Haben wir jetzt aber am Wochenende, weil heute an Silvester ist ja Verkehr wie Samstag, haben wir das nicht. Genau. Bahnhofsbereich hatte ich gesagt, Lichtzeichen, kein Gong. Zwei Halbschranken ergibt eine Vollschranke, so kleine niedliche Halbschranken. Ist auch mal ganz schön, muss ja nicht immer eine große sein. Die Kamera, mit der der Fahrensleiter das überwacht, sehen wir auch im Bild. Die ist hier. Genau, also ist hier relativ buntes Programm geboten. Vielleicht reicht die Zeit und das Licht gleich noch, dass ich noch ein Spotting-Video schaffe oder geschafft habe. Das habt ihr dann schon gesehen, wenn es gelungen ist. Weiß ich zum jetzigen Zeitpunkt aber noch nicht. Da würde ich mich noch mal verlagern zwischen Biblis und Groß-Rohrheim. Alles klar. Dann schönen Gruß aus Biblis und viel Freude mit den nachfolgenden Aufnahmen. Vereinzelte TGV-Züge von nach Paris fahren hier auch noch lang. Ebenso ICE 3 Villaro, anderen Weg nach Paris, hätten wir hier auch noch.
Çocuğa bir bisküvit ver, orada bisküvit almışım, bir şey ver. Ya yazık çocuk, ver bir şeyler ver. Tamam, kanka.
So, aufs Chasing-Video werde ich verzichtet haben. Dreiviertel Stunde wäre noch Licht. Eine Stelle müsste ich mir noch suchen, das wird nicht ausreichen. Für hier, von diesem Bahnübergang, ist das dann auch die letzte Aufnahme. Bedanke mich auch wieder fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Okay.